Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Mirko von Mirkos Fotowelt. Wie immer an dieser Stelle oder meistens begrüße ich meine Abonnenten und Abonnentinnen. Vielen Dank, dass ihr entschieden habt, meinen Kanal mit einem Abo zu unterstützen. Heute habe ich euch mal wieder dabei beim Fotografieren. Wir sind bei der Allerheiligen Wasserfälle im Schwarzwald. Ich habe mir für dieses Video was ganz Besonderes überlegt. Ich denke, es ist auch sehr interessant, gerade für euch. Die Canon EOS 70D habe ich dabei und die Canon EOS 6D habe ich dabei. Jetzt machen wir mal einen Vergleichstest. APS-C-Sensor gegen Vollformat-Sensor. Beide gleich viel Megapixel und ich habe ungefähr die gleiche Brennweite dabei, wenn man es wieder umrechnet. Und in einem Kommentar war mal gestanden, es würde euch interessieren, wie ich fotografiere, mit was für Einstellungen. Da würde ich dann auch eine kleine Videofrequenz dazu machen, dass ihr seht, mit was für Einstellungen ich dieses Bild gemacht habe. Ja, das wäre mal das. Jetzt haben wir heute 8.9. Ich weiß, das Video kommt erst einen Monat später online, weil ich ja ein paar Videoreihe gebraucht habe oder noch brauche für mein YouTube-Studio, dass das rechtzeitig fertig ist und dass ihr dann seht, woraus ich euch dann immer begrüße oder meistens begrüße tun. Und dann zusätzlich werde ich mir ja dieses Jahr, wie ich es euch gesagt habe, noch eine neue Kamera holen, nämlich eine Systemkamera. So. Heute das Wetter ist jetzt nicht optimal, also kein Sonnenschein. Das ist schon mal sehr gut, aber es regnet immer mal wieder hin. Jetzt hoffen wir mal, dass es beim Video mal nicht regnet und beim Fotografieren, dass ich doch schöne Fotos hinbekomme. Und dass genug Wasser an der Allerheiligen Wasserfälle ist. Weil ich war auch schon hier und da war dann wenig Wasser. Und der unterste und der größte Wasserfall hier ist auch sehr bekannt. Ich bin Benjamin Jajowski. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal los und ich nehme euch mit. Kommt! So, unser erstes Gebiet ist dieser Wasserfall. Der ist eigentlich ganz gut bekannt durch Benjamin Jajowski, bei mir wahrscheinlich direkt um die Ecke. Und jetzt sind alle in den Kommentaren gestanden, ich soll mal zeigen, was für Einstellungen ich denn fotografiere. ISO hat bei 400, 0,4, also ein 400er Verschlusszeit und mit einer Blende von 14. Wir sehen ja selber jetzt die ganze Tage. Das erste Foto will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, es sieht dann so aus, aber jetzt noch bearbeitet zu Hause und dann sehen wir es besser. Da habe ich die Daten ein bisschen verändert, ich bin auf einer Blende 22 und eine Sekunde Belichtungszeit. Wir machen das Foto. Und ihr seht das Foto. So, jetzt sind wir beim nächsten Wasserfall. Da habe ich jetzt eine Belichtung gewählt von 1,6 Sekunden. Blende 22, ISO 400. Der Wasserfall sieht so aus. Ja. Und wie ihr seht, geht da noch eine Treppe hoch. Natürlich werde ich noch weiter. Hier schauen nach schönen Motive. Machen wir mal ein Bild. Mit der 6D. Wie gesagt, ich werde das Bild noch ein bisschen bearbeiten, aber ich werde es euch auf jeden Fall einleuchten. Und so sehen wir jetzt, wie ich fotografiere. Ich habe auch gerade eben ein Bild gemacht mit der 70D und dann vergleiche ich mal einfach immer mal wieder. Ja.
Jetzt habe ich schon mal meine Belichtungszeit geändert. Ich bin jetzt auf einer Sekunde und Wende 220 ISO unverändert auf 400. Leicht unterbelichtet, dass das im Nacharbeiter noch einiges rausholen kann. Und zwar habe ich jetzt einmal den hier fotografiert. Jetzt sehe ich euch, ich weiß, hier ist eine Art Geräuschkulisse. Ja, mal diesen schönen Wasserfall. Wie ihr seht, gibt es da einige Motive. Das Wasser halt mit Stein klar. Ich glaube, ich brauche es gar nicht erwähnen. So, jetzt habe ich auch wieder voller Fotospot hier gefunden an der Allerheilige Wasserfälle. Ich, wie gesagt, ich habe die 70D dabei und die Canon 6D. Ich finde es hier eigentlich ein ganz schöner Ort zum Fotografieren. Ja, und es gibt so viele Wasserfälle hier. Also da geht es oben los bei der Ruine Kloster. Oder einer Ruine, wo ehemaliges Kloster war, so möchte ich das jetzt sagen. Und ja, es ist jetzt nicht so wild, wie ich schon hier war, wo wirklich viel, viel Wasser darunter gelaufen ist. Es ist aber mehr wie schon, wo ich war hier mit meiner Canon 55D, da gibt es ja auch ein Video dazu. Und ich zeige es euch jetzt einfach, hier kann man auch super verweilen. Eine Bank, davon man kurz ausruhen kann. Da sieht man hier unten der Wasserfall. Da geht man hoch. Da sieht man hier den Wasserfall. Ich mache euch mal kurz ein Live-Bild an von meiner 6D. Und dann seht ihr noch, wie ich jetzt fotografieren möchte. Mal schauen, ob das Bild was wird. Ihr kennt mich. Ich leuchte euch auch Bilder ein, wo nicht hundertprozentig alles passt. Um euch zu motivieren, trotzdem zu fotografieren. Und jedes Mal beim Fotografieren etwas besser. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch da weiter hochkommen. Ja, also ich zeige euch mal hier die Landschaft. Also schon ein schöner Fleck, wo man hier im Schwarzwald im Baden-Württemberg haben. So, bei diesem Wasserfall habe ich jetzt eine andere Verschlusszeit genommen. Ich drehe mal kurz hier auch die Blende, dass ihr das besser seht. Wenn ich auf meiner Sekunde geblieben wäre, dann hätte ich nicht höher gehen mit der Blende. Ich war ja schon relativ hohe Blendezahl, also die Blende abgeschlossen. Jetzt zeige ich nochmal euch die Daten. 0,3 Verschlusszeit, also 3 Zehntel. Eine Blende 18, ISO unverändert auf 400. Dass ich diesen Wasserfall hinbekomme, wie ich ihn hinbekommen wollte, hätte ich mit der Sekunde oder 1,3 fotografiert, wäre da zu hell gewesen. Jetzt habe ich noch einmal meine Blendeverschlusszeit und auch den ISO mal verändert, um das hier jetzt zu fotografieren. Ich habe einen CPL-Filter drauf, so wie ich sage, einen Polfilter. Und dass man einfach die Spiegelung aus dem Wasser bekommt. Jetzt schauen wir mal, wie es wird. So, jetzt bin ich eigentlich relativ weit oben schon bei der Wasserfälle angekommen. Es geht noch ein bisschen weiter, aber
um das zu fotografieren, wo ich gern mache, mir sehr viel Spaß macht, nämlich Wasserfälle, Gewässer, fließendes Gewässer zu fotografieren. Das mache ich abartig gern, gerade hobbymäßig. Und denke ich, bringt es eigentlich gar nicht weiterzulaufen. Eventuell gucken wir mal, vielleicht laufe ich doch noch an die Ruine hin. Wie gesagt, ich war heute mit einem alten Objektiv, jetzt kann ich euch ja sagen, wir haben ja die Bilder gesehen, das 2880, ich glaube erste Generation, und muss erst mal gucken, mit dem habe ich jetzt schon eine Weile nicht mehr fotografiert, aber man sieht ja, mit einer Anfangsblende von 3,5 bis 5,6 war ich jetzt hier. Die Anfangsblende hat mich jetzt weniger interessiert, da ich ja mit einer relativ zu eine Blende fotografiert habe, dass ich die Verschlusszeit verlängern kann. Hätte ich jetzt mit der 3,5 Blende fotografiert, dann wäre ich auf ein 50stel, ein 60stel oder ein 100stel gekommen. Das ist einfach nicht Sinn und Zweck. Wenn wir schon an so einer Location sind, ein hingefließendes Gewässer. Am Anfang habe ich auch viele Fehler gemacht. Wenn ich da dran denke, da habe ich mit 30 Sekunden belichtet, ND-Filter, 64er ND-Filter drauf gemacht. Oder sogar der 1000er ND-Filter. Das war natürlich Quatsch und es war auch übertrieben. Im Endeffekt, so Gewässer, habt ihr jetzt gesehen, ich sag mal zwischen einer halben Sekunde und 2 Sekunden kann man das ganz gut belichten. 2,5 Sekunden kann man auch noch belichten. Aber mehr braucht man eigentlich auch gar nicht. Um das Foto hinzubekommen, wie ich es jetzt gemacht habe, reicht sogar schon ein Zehntel. Das könnt ihr mir, ich glaube, oder ein Tausendstel reicht auch schon. Aber Zehntel kommt ja ganz, ganz gut hin, um das Wasser, ja, weich zu kriegen. Wie gesagt, ich habe einen CBL-Filter da drauf. Und ich bin mit dieser Kamera zufrieden. Ich bin auch mit der 70D zufrieden. Das habe ich euch ja im letzten Video habe ich hier euch vorgestellt mit dem Tast. Also dass man das Display per Finger auf dem Display Kamera bedienen kann. Touchscreen, super. Canon habt ihr echt gut gelöst. Ich habe gedacht, es kommt erst, oder es kam damals erst in der 80D, dass ich die 70D gar nicht gehabt habe. Aber im Endeffekt hatte es ja die 70D schon. Ihr habt es ja selber gesehen im letzten Video. Und ich denke, ich habe auch zwei Leute, wenn wir das im Kommentar geschrieben haben, zufriedengestellt. Es ist mir ganz wichtig, euch zufriedenzustellen, weil ihr seid meine Zuschauer, meine Abonnenten. Wenn ihr mehr so Videos sehen wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Und ich bin einfach froh um jeden Abonnent, ganz klar, und meinen Kanal mit einem Abo unterstützt. Vielleicht aktiviert ihr auch noch die Glocke und lasst noch einen schönen Kommentar da. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Fotografieren und immer gutes Licht. Euer Mirko von Mirkos Fotowelt. Ciao, bis zum nächsten Mal.